Ja, wenn die Entscheidung der Einrichtung gefallen ist, kommt es ja um das Wie. Wie machen wir es genau? Wie machen wir es für unser jeweiliges Unternehmen? Was wollen wir überhaupt betriebswirtschaftlich erreichen? Welche Effekte sollen erreicht werden? Und es ist natürlich im Rahmen der Versorgungsordnung, der Leistungsplangestaltung, wird das Ganze gemacht. Das ist eine Tätigkeit, das ist bei Fels von den Fels Rechtsanwälten, die nichts anderes machen, die darauf spezialisiert sind, durchführen. Ja, in so einer Leistungsplangestaltung geht man die ganzen Optionen durch, die ganzen Möglichkeiten, die hier gestaltbar sind. Das ist eine Vielzahl. Wir machen das an strukturierten Listen, die wir mit den Unternehmen abarbeiten. Es geht los, ist Rente gefragt oder Kapital? Warum Rente, warum Kapital? Rente mit Kapitalwahlrecht oder Kapital mit Rentenwahlrecht? Wer soll das Wahlrecht ausüben? Wie machen wir es mit der Todesfallleistung? Todesfallleistung unterschiedlich im arbeitgeberfinanzierten oder im arbeitnehmerfinanzierten Bereich. Was bekommt der Arbeitnehmer bzw. der Hinterbliebene des Arbeitnehmers im jeweiligen Fall? Hier sind unterschiedlichste Gestaltungen möglich und denkbar. Und so zieht sich das Ganze durch mit einer Vielzahl von Fragen, die man dann auf das jeweilige Unternehmen feinjustiert und fein abstimmt, dass es zum Unternehmen passt, dass es zur Branche passt, dass es zur Denkweise des Unternehmers passt. Und dass hier wirklich, und das ist das einzig Entscheidende, der Unternehmer sich hinstellt vor den Mitarbeitern und sagt, hier Mitarbeiter, wir haben sie eingeführt, wir haben die Betriebsrente, unser eigenes ... Versorgungsleben, unser eigene ... Betriebsrente für euch. Die schaut so aus, der Unterschied zur Versicherung ist der. Wenn ihr ausscheidet, wenn das und das passiert, ihr bekommt von uns diese Leistung, der Vorteil ist der. Das Thema regeln wir so, dieses Thema regeln wir so und so weiter. Und das sind natürlich auch Themen, die dazu führen, dass wir wirklich Teilnahmequoten haben, die standardmäßig im 80%, manchmal 90%, manchmal auch bei kleineren Unternehmen höhere Prozentzahl liegen. Selten die 70% tangieren, nach unten in der Regel gar nicht, weil ich wirklich eine wahnsinnig hohe Mitarbeiteridentifikation habe, die Identifikation des Unternehmers mit dem Versorgungswerk und dann natürlich auch nachfolgend die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Versorgungswerk, weil sie letztendlich sehen, was der Unternehmer macht, was der Unternehmer tut und wie sich das Ganze für sie rentiert und rechnet. Und die Mitarbeiter können es sehr wohl mit einer Versicherung vergleichen. Auch hier haben sie in der Regel die Erfahrungen, was kommt raus, wenn ich nach 1, 2, 3, 4 Jahren kündige, was passiert, wenn ich zahle, wie schaut es aus, nach welchen Zeiten sind die eingezahlten Beiträge vorhanden. Das sind in der Regel 14,5 bis teilweise 20 Jahre, bis die eingezahlten Beiträge überhaupt erreicht sind. Also müssen wir praktisch eine Nullverzinsung endlich erreicht haben. Das können die Mitarbeiter sehr wohl einschätzen und wir zeigen das jeweils in einer Mitarbeiterveranstaltung, Mitarbeiterpräsentation, die immer zu sehr großem Erfolg und zu sehr großer Zufriedenheit und Begeisterung bei den Mitarbeitern führt, weil es eben Leistungsplangestaltung, Versorgungswerkgestaltung individuell auf die Mitarbeiter, auf die Bedürfnisse, auf die Altersstruktur, auf die Region und so weiter zugeschnitten ist.